أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf ihm, auf seine Gefährten, auf seine Familie und jene, die ihm folgen werden bis zum Tag der Auferstehung. Geschwister im Islam, auch wenn es recht spät geworden ist, da ich weiß immer, dass das Essen immer länger dauert, als vorbestimmt wird. Deswegen bestand ich darauf, dass ich vorher vortrage und dann gegessen wird. Aber reden schon, ist kein Problem. Es gibt Dinge im Leben, die erscheinen immer sehr kurz zu sein. Es gibt Dinge im Islam, die erscheinen immer sehr kurz zu sein. Man immer nicht sehr oft in die Aufmerksamkeit gibt, die man ihm geben muss und somit sehr viel verpasst. Der Bruder Abu Hamza hat in einem Vortrag vor 4 Jahren, 5 Jahren, ich weiß nicht mehr, wir waren in Kassel und er hat gesprochen über seinen Weg zum Islam und er hat ein sehr schönes Beispiel gegeben, Bruder Pierre Vogel, ja? Und darf man den Namen nicht erwähnen? Ja, viele Leute, der Name ist auch langsam gefährlich geworden von unserem Bruder Abu Hamza. Ja, und er hat etwas Schönes gesagt. Er hat Beispiel gegeben, dass für jeden Organ im Körper, den man hat, ein bestimmtes Mittel gibt, um mit diesem Organ etwas wahrzunehmen, zu genießen. Für den Mund, wenn du etwas genießen möchtest, wahrnehmen möchtest, oder den Mund zufriedenstellen möchtest, gibst du etwas zu essen, was wir eben gemacht haben. Oder etwas zu trinken. Für die Nase immer etwas riechen. Ja, ein schönes Parfüm. El-Oud oder Amber oder was auch immer. Dann stellst du die Nase mit zufrieden. Ja, das heißt, das Mittel ist dieses Parfüm. Fürs Auge, dann sagt man, schau dir eine schöne Landschaft an. Ja? Und dann sieht man eine schöne Landschaft, das Auge kriegt genug, wird zufriedengestellt, das Auge. Ja, für jeden Organ gibt es irgendwas. Für die Ohren, mach eine Koranrezitation. Lass mal jemanden Koran rezitieren, der schön rezitieren kann, gut rezitieren kann, damit deine Ohren etwas Schönes wahrnehmen. Dann werden die Ohren zufriedengestellt. Ja, also das heißt, für jeden Organ gibt es etwas. Und dann gibt es ein Organ, liebe Geschwister, das Herz. Das Herz braucht auch ein Mittel, um zufriedengestellt zu werden, um etwas zu genießen. Und das meiste, und Allah weiß am besten, was man genießt mit dem Herz oder genießen sollte, ist die Ibadah. Die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Oder um es allgemein zu machen, der Islam. Der Islam erfüllt dein Herz. Jemand, der nicht praktiziert hat, oder jemand, der kein Muslim war und zum Islam gefunden hat, kann das bestätigen, dass sein Herz erst dann erfüllt war, als er mit dem Islam, mit der Ibadah zu Allah, mit der Gehorsamkeit zu Allah angefangen hat. Also ich kann das bei mir als Beispiel geben. Bevor ich zum Islam gekommen bin ich zur Arbeit gegangen, ich wollte immer meinen Mitarbeiter die Nase fangen. Ich wollte ihn immer schlagen, der hat mich sowas von aufgeregt. Ja, der hat mich jedes Morgen, wenn ich da reinkam, ich ihn gesehen habe, seine kurze Hose und seinen Kaffee am Morgen, ich habe mir gedacht, boah, ich schaue ihn gleich ein. Das ist Tatsache. Voll nervig. Ich bin raus, dem Haus hat geregnet. Ich habe mir gedacht, warum regnet es schon wieder? Ja, irgendwie so, obwohl man gedacht hat, dass man sein Herz viel gibt, weil man in der Disco hängt oder wenn man ein bestimmtes Auto fährt oder wenn man viel Geld gerade in der Tasche hat. Obwohl man gedacht hat, dass das Herz erfüllt, weil man hat ein eigentliches falsche Mittel genommen. Ja, man war immer unzufrieden. Du warst abends, Samstag waren wir in Diskotheken, die waren 5000 Quadratmeter groß. Wir haben einen Plan gehabt, in der Disco Plan, damit du dich zurechtfindest.
Sonst verlierst du dich darin. Du kamst nach Hause, du hast dich leer gefühlt. Du hast keine Zufriedenheit gespürt. Obwohl du gedacht hast, ich habe doch jetzt das Mittel genommen fürs Herz. Für diese innere Zufriedenheit, aber ich fühle mich schlecht. Ich liege mich im Bett und sage, ich habe nichts gemacht. Was ist los? Warum bin ich innerlich so leer? Als ich den Islam angenommen habe und ich zum Islam konvertiert bin, und ich habe das erste Gebet, was Salat al-Ishaa, und ich habe meinen ersten Sujud gemacht, oder eher gesagt, den ersten Takbir gegeben. Ich konnte auch nur Takbir geben, keine Fatiha lesen oder so. Und ich warf mich zum ersten Mal nieder, als ich Niederwerfung gemacht habe. Und ich sprach zu Allah Azza wa Jal. Und weil das war dieser Moment, wo ich wirklich zu Gott sprach. Davor habe ich auch als Christ zu Gott gesprochen. Da habe ich schon für Freundin gebetet. Bitte Gott, gib mir eine Freundin. Bitte gib mir doch das. Und bitte gib mir doch das. Ja, irgend hat man irgendwas verlangt. Aber irgend hat man immer eine Ferne gespürt. So, als ich erst mal Sujud gemacht habe, habe ich innerlich gespürt, dass alle Sorgen, die man hat, auf einmal weg sind. All das, was dich vorher aufgeregt hat, ist wie als würde einer jemand eine Spritze reinstecken und dann alles an Schlechtes rauszieht. Nach diesem Gebet, ob geregnet, gehagelt, der Heinz bei der Arbeit, keiner hat mich interessiert. Man hat egal. Ich bin ganz normal zur Arbeit, lächelnd zur Arbeit gegangen. Also man hat diese innere Zufriedenheit gespürt und spürt immer noch. Es kommen Prüfungen im Leben, ja. Der Muslim erlebt Prüfungen im Leben und den erwischen diese Prüfungen. Aber wenn er wahrlich an Allah Azza wa Jal glaubt und an das Schicksal glaubt, was Allah Azza wa Jal bestimmt, dieser Muslim wird nach vielleicht kurzem Moment durcheinander, wird er dann wieder zu sich kommen und sagen, Qadr Allah wa Jal. Schicksal von Allah und er macht, was er will. Wir müssen damit klarkommen. Der wird sich zurechtkriegen, weil er diese innere Zufriedenheit in sich hat. Er erlebt diese Zufriedenheit in sich. Er weiß, das, was dich im Endeffekt wieder zufriedenstellt, ist, wenn wieder zum Gebet gerufen wird und wirst dich niederwerfen. Wie oft warst du, ah, du hattest richtig Zorn in dir und du hast gebetet und dieser Zorn ist weggegangen, als hätte man ein Feuer mit Wasser gelöscht. Wie oft hatten wir das, liebe Geschwister, bei uns? Also ich kenne das Sache, du hast mit deinem Bruder gezankt oder mit deiner Frau gerade Streit gehabt und du machst zwei Rekka und du betest zu Allah und das geht weg. Dieser Ibadah ist ein Mittel fürs Herz. Das Herz wird zufriedengestellt. Dieser Islam ist ein Mittel fürs Herz. Das Herz wird zufriedengestellt. Als ich in Bosnien war und wir haben eine Reihe von Vorträgen gemacht, wurde ich von einer Zeitschrift interviewt und die haben mir gesagt, welchen Ratschlag kannst du geben den bosnischen Muslimen? Und ich habe überlegt, was kann man geben, weil Nasiha geben ist schnell gegeben, aber es soll ja einen Nutzen haben. Ich habe gemerkt in den Vorträgen, die Leute haben sich, und ich merke das auch in Deutschland, in Bosnien haben sich sehr gefreut, wenn die gehört haben, zum Beispiel, ich bin Grieche, ja, und bin zum Islam konvertiert und so. Und der Boada war auch mit uns und die haben gehört, der ist Deutscher. Und wir kriegen das hier, wenn jetzt hier eine Konvertierung ist, alle Takbir, Allahu Akbar, die freuen sich, die Leute freuen sich sehr um den Muslim oder um den Jungen, der gerade oder das Mädchen, was gerade Islam angenommen hat. Ja, man hat eine Freude. Warum? Warum hat man diese Freude? Weil Islam angenommen hat. Ich habe gesagt, die bosnischen Muslime sollen daran festhalten, also an das festhalten, wo sie sich freuen, wenn die das bei uns sehen. An den Islam. Weil die besitzen das schon. Die Muslime besitzen Islam, freuen sich, aber guck mal, die freuen sich um Leute, die zum Islam kommen, aber viele von diesen Muslimen, die sich auch freuen, lassen diese schöne Sache Islam öfters los und beachten es nicht. Ach, du freust dich über eine Sache, die du selber besitzt. Der Mann, der Junge, die Frau, die zum Islam konvertiert sind, gekommen sind, zurückgekehrt sind, haben nur das genommen, was du bereits schon besitzt. Das heißt, du musst dich genauso über dich selbst freuen und nicht diese Sache loslassen. Das ist sehr wichtig, Bruder, im Glauben. Und Schwester im Islam. Haben wir Schwestern hier? Ja. Ja? Warum? Die Schwestern im Glauben, viele Menschen, viele Muslime haben viel aufgegeben, um sich Muslim zu nennen. Haben viel auf sich genommen, um Allah Azza wa Jal anzubeten. Und nehmen immer jeden Tag viel auf sich auf, um zu dieser Religion dazuzugehören. Sie mussten vieles verlassen,
als sie den Islam annahmen. Und für mich ist es sehr traurig, wenn ich sehe, Menschen, die sich Muslime nennen, eine islamische Erziehung genossen haben oder eine Erziehung unter muslimischen Eltern genossen haben, diesen Islam besitzen, sie besitzen Verstand, alt genug besitzen Verstand und lassen diese Religion los. Kümmern sich nicht um ihre Religion, kümmern sich nicht um ihren Iman, behandeln diese Sache nicht gut. Du siehst, ob alt oder jung, betest du? Ich bete nicht. Fasten? Ich faste nicht. Zekat, was ist das? El-Hajj, wenn ich 100 Jahre alt werde. Ja, das ist doch meistens hier. Wann machst du Hajj, wenn ich alt werde? Wo ist dieser Hadith? Und der Prophet a.s. sagt, mach Hajj mit 100 Jahren, wenn du 100 Jahre bist. Oder wenn du 80, 70 bist. Im Gegenteil. Jeder, der Hajj gemacht hat, der weiß ganz genau, dass da eine Anstrengung hintersteckt. Eine krasse Anstrengung. Und da brauchst du Kraft, damit du das vernünftig machst. Wir haben Menschen im Hajj erlebt, die haben Herzinfarkt bekommen. Wir waren Muzdalifa, der hat Herzinfarkt bekommen, Achi. Vom Alter konnte der nicht mehr. Du brauchst Kraft. Lässt dir vom Shaitan erzählen, du machst es, wenn du 70 wirst, und keiner weiß von uns, ob der 70 wird. Abgesehen davon. Deswegen, liebe Geschwister, es ist traurig, es mitzuerleben. Muslimi. Leute, die dem Islam dazugehören, den Islam loslassen, sich im Islam nicht kümmern oder versuchen, den Islam so darzustellen, wie ihre Gelüste, ihre Hauer es gerade haben möchte. Ihr Nefs, wie der es haben will, so machen sie Islam. Ja? Und dann kommt der eine und sagt, nein, das steht nicht im Koran, nein, das ist halal, das ist nicht, das brauchen wir nicht. Nein, ich glaube, ich denke, für mich ist es besser so. Und entscheiden für sich selbst. Entscheiden für sich selbst. Achi, Allah Azza wa Jal hat diese Religion so gebracht. Und hat gesagt, heute ist eure Religion voll vollendet. Das ist vollendet die Religion. Was damals, liebe Geschwister, nach dieser Ehe keine Religion mehr war, ist auch jetzt keine Religion mehr. Und wird keine Religion sein. Al-Islam ist dann zu Ende. Die Offenbarung ist dann zu Ende. Da, das ist Islam. So musst du es nehmen. Und mache das, was du kannst, wozu du in der Lage bist. So wie du Allah Azza wa Jal fürchtest. Hat eben, liebe Geschwister, Esther Rekha, der Imam nicht gebetet und hat gesagt, hat die Ayat rezitiert aus dem Buch Allahs, wo die ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie man ihn fürchten muss, mit einer beziehenden Furcht und stirbt nicht anders denn als Muslime. Also müssen wir versuchen. Versuchen wir es. Versuchst du es überhaupt? Gibst du dir Mühe darin, darin korrekt zu sein, dem Propheten a.s. darin zu folgen? Ich weiß, wir werden das nicht jeden Tag machen. Wir werden nicht auch jeden Tag, liebe Geschwister, das 100% zu sein. Wir werden nicht jeden Tag 100% schaffen. Aber du musst versuchen, jeden Tag, du musst dir diesen Ziel nehmen und sagen, ich will es versuchen mindestens. Und wenn ich nur auf 80, auf 60 oder 50% komme, ich habe die Absicht gehabt, 100 zu kriegen. Das ist wichtig. So nimmt das ein Muss jedes Mal, wenn du aufstehst. Stehst du morgen auf, hast du einen Fetcher verpasst, sollst du nicht die ganze Religion dann aufgeben. Bete nach und sag, morgen, ich werde gucken, dass ich heute früher schlafe, Wecker lauter Stelle, dass ich aufstehe. Also versuch dich zu bessern, weil Menschen mehr aufgegeben haben, um das zu tragen, was du bereits bekommen hast. Um dieses Geschenk mit sich zu nehmen. Und glaub es mir, Achim, wir reden von Erfahrung. Wer, liebe Geschwister, von den Geschwistern, die in einer islamischen Erziehung genossen haben, haben Morddrohungen bekommen, weil sie sich Muslim genannt haben, weil sie den Islam angenommen haben, wurden verstoßen von ihren Familien, wurden angespuckt von ihren Müttern. Wer, liebe Geschwister, hat seine ganzen Freunde weggelassen. Alle, die er kannte, musstest du weglassen. Hat dies und jenes Besitz gelassen, alles Mögliche. Weißt du, wie das ist, mein Bruder im Glauben, meine Schwester im Islam? Wenn du nach Hause gehst, du willst deine Mutter umarmen, deine Mutter, die dich geboren hat. Du liebst, jeder liebt seine Mutter. Jeder vernünftige Mensch liebt seine Mutter. Und die stoßt dich weg. Sag, geh weg von mir. Du, guck mal, wie du aussiehst mit deinem Bart oder mit deiner Mütze. Geh weg, mit deinem Hijab. Geh weg von mir.
Du heiratest, Schwester heiratet. Weißt du, wie das ist, wenn die Schwester heiratet und die Mutter sagt, ich komme nicht zu deiner Hochzeit, weil du Kopftuch trägst. Ich komme nicht dahin, ich will nichts mit dir zu tun haben. Guck mal, was die aufgeben müssen. Weißt du, wie dieser Mensch sich gerade fühlt? Diese Schwester macht einen Schritt im Leben, sie heiratet. Ein sehr wichtiger, der größte Vertrag für eine Frau im Glauben. Und sie heiratet, macht so einen Schritt, sie will ihre ganze Familie da haben. Hier will doch jeder seine ganze Familie dabei haben. Nahestehende und weit verwandte Geschwister. Man lädt Leute aus anderen Städten ein. Komm, ich heirate. Und die eigene Mutter sagt zu dir, ich komm nicht, weil du Kopftuch trägst. Ich komm nicht. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich schäme mich um dich. Weißt du, wie das ist, wenn deine eigene Familie dich der Fluch nennt? Du sagst, du bist Fluch von der Familie. Wenn deine Mutter stirbt, bist du schuld, sagen die zu dir. Deine Mutter ist krank, steht vor dir, weint und sagt, gib Islam auf. Ich sterbe wegen dir. Wer hat das, Achi? Weißt du, was Menschen gemacht haben? Ach, wir kennen Schwestern im Islam. Eine Schwester hat ständig immer Briefe zu ihren Eltern geschrieben, Zeichnungen von den Kindern, was sie gemalt haben, hat sie zu ihnen geschickt, weil Enkelkinder sind, weil Mutter ist jetzt Oma geworden, ja. Und die, als sie erfahren haben, die Eltern, dass die Hijab trägt und Muslima ist, haben sie all diese Sachen in einen Karton gepackt und der zurückgeschickt. Und haben der geschrieben, wir wollen keinen Kontakt mit dir und wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Weil sie sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und wie viele Muslime haben dieses La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah bei sich, waren damit groß geworden und spielen damit. Ja, heute gehe ich Moschee, ich gehe Freitag, ja, mal gucken, mal schauen, ich will lieber rausgehen, ich will das tun, ich will jenes tun. Nee, lass mal, und brauche ich nicht. Und andere geben so viel auf. Ich kenne Schwestern, die gehen nach Hause, ganze Besitz vor der Tür. Man darf nicht mehr ins Haus rein. Wir kennen Brüder, die Schläge bekommen, Schwestern, die richtig Schläge bekommen haben, weil sie sich Muslime nennen, wurden richtig geschlagen von ihren Eltern. Aber sie haben nicht den Islam verlassen. Sie haben nicht den Islam verlassen. Sie haben nicht gesagt, nee, jetzt vorbei, jetzt wenn das so ist, dann lieber nicht, dann bleibe ich nicht Muslime. Sie haben weitergemacht dahin. Sie haben es geopfert. Sie haben gesagt, die Religion ist mir wichtiger. Der Weg zu Allah Azza wa Jalla ist mir wichtiger. Allah Subhanahu wa Ta'ala zu beten ist mir wichtiger. Ich lasse nicht los. Muslime, Achi, kommen zum Masjid, die kommen in die Moschee, dann werden sie vielleicht angemacht für eine Sache, für dass du dich irgendwie schlecht verhältst oder so. Dann sagen, nee, in dieser Moschee gehe ich nicht mehr, ich gehe jetzt nicht mehr zur Moschee. Warum? Ja, alle Forscher haben mich angeschrien. Was bist du denn für eine, Achi? Erstmal, du bist zur Moschee, komm wegen Allah, nicht wegen Vorstand. Und wenn du kommst zur Moschee, kommst du wegen Allah Azza wa Jalla. Und in der Jahili oder in dein Leben vielleicht, wie viele von den Muslimen in Diskotheken nachher gehen, kassieren sich blaues Auge und dann gehen die nächste Woche, stehen die wieder vor der Tür der Diskothek und fahren wieder mit blaues Auge. Und sagen nicht, nee, der hat mir ein blaues Auge und ich gehe nicht mehr dahin. Nein, sie gehen trotzdem dahin. Sie sind so benebelt von der Sache, sie gehen, aber in der Mäste, wenn der Imam die Reihen vielleicht gerade macht, und er sagt zu einem Bruder, Achi, mach deinen Fuß und so, zieht ein bisschen nach vorne. Alter, hast du dich doch voll scheiß Benehmen gehabt, hat mich so voll grob mit mir umgegangen. Alle so mit der Pinzette am Aufhören, so guck mal, was der gemacht hat. Ja, alles, siehst du, alles so klein, du bist wie eine Frau, das ist alles so ganz klein. Die hat mich angeschaut, die gucken mich alle so an. In der Disco gucken die Leute dich nicht an, wenn du da reingehst, oder gucken die dich an? Aber in der Masjid, wenn die Leute angucken, töten die ja. Blicke töten dann von den Muslimen in der Masjid. Und man lässt los. Man lässt los. So einfach. Das ist traurig, liebe Geschwister. Das ist sehr traurig. Das heißt, der Muslim an sich selbst hat den Islam oder das Muslimsein nicht den richtigen Gewicht gegeben, was er hat. Hat nicht die richtige Bedeutung, was er besitzt, dieses Muslimsein. Und ich finde das immer sehr traurig, wenn man das erlebt. Wenn Muslime trifft, meistens im Ramadan, und sagt, fastest du, Bruder? Ich faste nicht. Warum? Schulterzucken. Der weiß selber nicht, warum wir nicht fasten. Weißt du, warum wir fasten? Ja, weil wir an Afrika denken sollen. An arme Menschen. Typische Antwort. Das heißt, die Frage ist, du weißt gar nicht, warum wir fasten sollen. Deswegen fastet die Person auch nicht. Weil er gar nicht beigebracht bekommen hat, vielleicht, warum er fasten soll.
Und dann denkst du dir, und du siehst, wie viele Menschen viel für den Islam aufgeben, aber sehr viel für den Islam aufgeben und dahin halten. Und viele Muslime, die viel besitzen und sie einfach, so ganz einfach von der Religion loslassen. Von dem, was das Herz zufrieden hält. Von dem, was das Herz glücklich macht, innere Zufriedenheit gibt. Und das ist ein Punkt, liebe Geschwister, der ist immer da. Immer da. Man hat alle Möglichkeiten vor sich und man ergreift die Möglichkeiten nicht. Man bekommt so viele Angebote, aber wenn irgendein Angebot vom Jahil, vom Haram kommt, da schnappt man direkt zu. Und ich meine, wir erwarten sowieso eine Saison, die sehr gefährlich wird und wo die Masajid sehr leer werden. Leider, und Allah weiß am besten, wenn der Sommer kommt. Und ist ja jetzt langsam viel wärmer geworden, ne? Die ersten Sonnenstrahlen sind raus. Ja, die Leute fangen sich langsam auszuziehen, wenn die nach draußen gehen. Cafés, langsam Stühle raus, Eisdiele gehen wieder auf. Und die Muslime dann haben alle Hände voll zu tun. Und du gehst zum Masjid und du findest eine Reihe im Gebet. Und egal in welchem Gebet du bist, da jedes Gebet wichtig ist. Und das, weil der Muslim sein nicht misst, nicht darüber nachdenkt, nicht verstehen möchte, was er wirklich an welchem Wert er in seiner Hand hat, auch vielleicht, weil er nicht durchgemacht hat oder viel nicht dafür aufgeben müssen und am Anfang alles im Weg bekommen hat. Deswegen müssen wir darüber nachdenken. Auch wenn manchmal das Ganze ganz einfach sich anhört, glaub mir, die wenigsten denken darüber nach. Die wenigsten machen sich Gedanken danach. Geh mal draußen einen Samstagabend, da wo die Leute sind, und frag sie mal, was machst du? Bist du Muslim? Warum betest du nicht? Warum machst du das nicht? Du wirst Antworten bekommen, du wirst sagen, ach, bist du noch beim ganzen Verstand oder was ist mit dir los? Geschwister im Islam, zu dem, was gesagt worden ist, möchte ich eine Sache hinzufügen. Weil ich habe am Anfang gesagt, es gibt Dinge im Leben, die sind kurz, aber oder im Islam, die sind erscheinen kurz, aber am gewaltigen Stellenwert. Allah Azza wa Jal hat das Buch herabgesandt, den Koran, damit wir nachdenken, damit wir ermahnt werden, ja, damit wir den geraden Weg finden, damit wir leben nach diesen Sachen. Und es gibt Suren im Koran, die haben wir hier auswendig gelernt vielleicht. Jeder, der länger als ein paar Monate im Islam ist, der lernt das auswendig. Zum Beispiel Surah Al-Fatiha, das erste Sura, was die Leute auswendig lernen. Was ist die nächste Sura, was jeder von euch auswendig gelernt hat nach Al-Fatiha? Was? Ha? Al-Nas? Ikhlas? Wie viele haben Ikhlas gelernt als nächste Sura? Nach Al-Fatiha? Nicht direkt, nach ein, zwei Suren. Vielleicht Al-Fatiha, dann Al-Kawthar, weil in der Hatayna ist Frucht. Die meisten haben danach Al-Ikhlas gelernt oder nicht? Kann jeder Sura Al-Ikhlas? Die meisten, denke ich mir, ja? Surat al-Ikhlas, liebe Geschwister, hat eine gewaltige Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Surah hat sehr, sehr, sehr viel Gewicht. Die Mufassirun sagen, der Koran teilt sich in drei Teile. In Ahkam, in Gesetzgebung, die Ayat, die wir im Koran haben, in Geschichten und Vergleiche, ja, Geschichte der Propheten und Vergleiche, und in Grundlagen, also Al-Aqida, Tawhid, Al-Iman, darin teilen sich die Ayat, in diese drei Kategorien. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Surat al-Ikhlas ist ein Drittel vom Koran. Er sagte in einem Hadith zu den Sahaba, schafft ihr ein Drittel vom Koran zu rezitieren in der Nacht oder im Gebet? Und die sagen, ja Rasulullah, das ist schwer. Das ist schwer zu rezitieren. Ja, dass man sich hinsetzt und ein Drittel des Korans rezitiert. Er sagte, rezitiert Qul huwa Allahu Ahad und ihr habt ein Drittel vom Koran rezitiert in einem Hadith. Ja, also Surat al-Ikhlas ist ein Drittel laut Hadith vom Koran. Dieses Gewicht hat das bei sich. Und Surat al-Ikhlas, liebe Geschwister, befasst sich mit der Kategorie vom Koran, wenn man diese drei Teile hat, wo wir den Koran teilen. Wir haben gesagt, Al-Iman und Aqidah und Tawhid, Geschichte und Vergleiche und Al-Ahkam, also Gesetzgebung.
befasst sich mit was? Mit Aqida und Iman und Tawhid. Und deswegen hat sie eine große Bedeutung, weil diese Sura, auch wie kurz es für uns erscheinen mag, liebe Geschwister, befasst sich mit was? Mit dem Tawhid, mit dem Iman. Es beschreibt Allah Azza wa Jalla. Diese Sura spricht über Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die meisten von uns haben sie gelernt, die wenigsten, liebe Geschwister, haben versucht zu verstehen, was diese Sura uns zu sagen hat. Uns zu sagen hat. Es gibt Hadithe bei Al-Bukhari, liebe Geschwister, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Beschwerde, verschiedene Riwayat, also verschiedene Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Beschwerde bekommt von Leuten, dass der Vorbeter gebetet hat, Surah Al-Fatiha, dann hat er etwas vom Koran rezitiert, dann hat er immer Surah Al-Ikhlas in jeder Rekka gemacht. Das heißt, er betet Al-Fatiha, dann rezitiert, wie wir im Gebet haben, etwas vom Koran und nachdem immer am Ende der Rekka rezitiert er Surah Al-Ikhlas und dann geht er zum Koran. Und die haben das immer so gemacht. Und die Gefährten haben sich bei Nabi sallallahu alaihi wasallam beschwert und gesagt, der Imam macht so und so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, warum macht das? Warum macht das der Imam? Fragt ihn, warum er das macht, der Vorbeter, der mit euch ist, wenn eine Delegation unterwegs war oder in einem Fall in Meshed Kuba, in Medina haben die das gemacht. Und ich sage, warum? Fragt ihn, warum er das macht. Danach, liebe Geschwister, die Personen wurden befragt und sie haben gesagt, ich mache das, weil ich diese Sure liebe. Ich liebe diese Sure. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sagt ihm, Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich. Oder in einer anderen Riwaya, durch deine Liebe zu dieser Sura hast du das Paradies erreicht. Ja, guck mal, nur durch die Liebe, die Leute haben diese Sura rezitiert, nicht weil die schnell mit dem Gebet schnell fertig werden wollten. Sie haben sie immer wieder in ihren Gebeten dazugefügt, weil sie diese Sura geliebt haben. In einem Riwaya, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging vorbei, hört jemand, ein Sahabi betet, und er rezitiert Surat al-Ikhlas und der Prophet sagt, es ist wajib geworden, es ist Pflicht geworden. Die Sahaba sagen, was? Er sagt, das Paradies ist für diese Person Pflicht geworden. Guck mal, Dinge, liebe Geschwister, die erscheinen für uns kurz. Wir lernen diese Sura, weil sie kurz ist und schnell zu lernen ist. Aber von ihrer Bedeutung und ihrem Tafsir und ihrem Gewicht und ihrer Belohnung ist sie sehr schwer. Es ist sehr schwer. Die beinhaltet, die spricht über Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagt zu dir, Allah ist einer. Guck mal, die macht ganz klar den Tawhid, Allah ist einer. Egal, die Christen sagen, Jesus ist unser Gott, wir beten ihn an. Die Hinduisten sagen, Kühen sind unsere Götter, wir beten sie an. Die Buddhisten sagen, unser Buddha ist unser Gott, den beten wir an. Die anderen sagen, Atheisten sagen, ich bin Gott, ich bete mich selber an. Jeder sagt, was sagen wir, wenn die Leute zu uns in diese Sache kommen? Qul huwa Allahu ahad. Sprich, Allah ist einer, einzig, alleine in der Anbetung. Nichts ähnelt Allah, aber der ist einer, gibt es keinen Partner. Und der ist unabhängig. Und jeder ist abhängig von ihm, ewig, ohne Anfang und Ende. Er zeugt nicht, liebe Geschwister, und ist nicht gezeugt worden. Und nichts ist gleich ihm oder nichts ist ihm ebenbürtig. Gar nichts ist gleich mit Allah Azza wa Jalla. Guck mal, Achi, welche gewaltige Bedeutung eine Sura dir gibt. Die erklärt, wer ist Allah? Er ist einer. Unabhängig. Alles hängt von Allah Azza wa Jalla ab. Allah Azza wa Jalla braucht uns nicht. Allah braucht dich nicht. Du brauchst Allah Subhanahu wa Ta'ala. Du brauchst Allah Azza wa Jalla. Allah braucht den Bruder, du bist Geschöpf. Er ist der Schöpfer. Du gibst nichts dazu in seinem Besitz. Er kann vernichten alle. Und er muss niemanden Rechenschaft abgeben. Der muss niemanden erklären, warum er das gemacht hat. Du kannst nicht eine Sache in Tawhid al-Rububiyya. Weil diese Sura beinhaltet alle Arten von Tawhid. Al-Rububiyya und Asma und Sifa und Ibadah. Also die Herrschaft, die Namen und Eigenschaften und die Ibadah. Eine Sache in der Einzigkeit bei Allah in seiner Herrschaft ist, dass du als Geschöpf und er als Schöpfer, ach du als Geschöpf, musst du Rechenschaft abgeben für alles, was du tust. Am Yom al-Qiyamah wirst du für alles gefragt. Du kannst nicht jetzt deinen Besitz nehmen von zu Hause und verbrennen. Allah sagt, warum hast du das gemacht?
Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann alles vernichten und er muss niemandem was antworten, weil er ist unabhängig. Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden und ist niemanden rechenschaftsschuldig. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden. Das heißt, er hat keine Kinder, auch wie manches behauptet. Oder Töchter oder Söhne. Nichts ist ihm ebenwürdig. Nichts gleicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und jedes Gotteskonzept, was von Menschen kommt, jedes Gotteskonzept, was kommen würde von Menschen, kannst du mit dieser Sura zunichte machen. Weil wenn die ankommen, sagst du, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدٌ اللَّهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Vorbei. Bring dein Gott und hier, was im Koran steht. Allah ist einer. Du sagst, ja, dieser Mensch, den wir anbeten, Namen so und so, ist auch einer. Du sagst, gibt es Menschen wie dir, wie der. Sagst, nein, der ist einzig. Sagst, okay, Allahu Samad. Allah ist unabhängig, ewig. Er benötigt niemanden. Dein Mensch benötigt was. Dein Baum, was du anbetest, benötigt etwas. Ist abhängig vom Wasser, von der Sonne, vom Essen, vom Trinken. Deine Skulptur, die du anbetest, ist abhängig. Du musst die putzen, sauber halten. Ist abhängig von dir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht abhängig. Er braucht dich nicht. Und er braucht niemanden. Das heißt, jedes Gotteskonzept, was sie bringen, wird damit zunichte gemacht. Eine kurze Sache, liebe Geschwister, Allah azza wa jalla beschreibt dich in dieser Sure, und diese Tafsir entnommen von den Durus von Shahab al-Hussein, beschreibt sich in dieser Sure, liebe Geschwister, und spricht über alle Arten von Tawhid und ist in der Kategorie von Aqidah im Koran, vom Tafsir in Aqidah und Iman und hat einen gewaltigen Lohn. Aber die Muslime denken sehr wenig darüber nach, lernen auswendig. Sahaba radiyallahu anhum haben Koran anders auswendig gelernt. Und meistens, wenn du dann hörst, einer betet vor und der rezitiert Surat al-Ikhlas, dann denkt man, ja, der kann bestimmt nicht viel vom Koran auswendig. Aber hat gerade ein Drittel vom Koran rezitiert. Ja, hat ein Drittel vom Koran rezitiert. Gibt es Zweifel darin? Gibt es Zweifel in den Wörtern des Propheten a.s.w.? Niemals! Ach, ich liebe, durch die Liebe zu dieser Sura bei Al-Hadith, bei Al-Bukhari, ach, diese Hadith bei Bukhari festgehalten, die Leute haben das Paradies erreicht. Die haben die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala erreicht. Willst du wissen über Tawhid, das Tawhid verstehen, lies mal Surat al-Ikhlas. Verstehe, was Allah azza wa jalla gesagt, wie der sich hier beschreibt. Das ist gemacht, jedes Gotteskonzept wird damit zunichte gestellt. All diese Dinge, die damit zusammenhängen, ach, muss man verstehen. Warum erwähne ich? Warum komme ich vom eben erwähnten Islam und wir und unser Ibadah und unser Herr, unser Herz auf Surat al-Ikhlas? Weil genauso wenig wie die Leute über Surat al-Ikhlas nachdenken, denken sie über ihr Herz und ihr Islam nach. Das heißt, wir leichtfertigen Dinge, weil die erscheinen uns einfach zu sein, wir leichtfertigen die in dem und lassen sie stehen. Und diese Sachen sind gewaltig. Diese Sachen haben viel Belohnung. Diese Sachen sind sehr wichtig. Diese Sache ist Basis, Fundament. Ohne Fundament kannst du dich nicht bewegen. Wo willst du hin? Du wirst fallen. Früher oder später wird irgendein Wind kommen, der dich mitnehmen wird. Und wir haben es gesehen. Wir haben Brüder gesehen. Guck mal, ich bin 10 Jahre im Islam. Davon sage ich mal 6 Jahre Dauer. Okay? Und Allah weiß, wie lange man dauert. Ich habe in diesen Jahren sehr viele Muslime gesehen, die gekommen sind und sich nicht auf dem Basis des Islam gehalten haben. Sobald es starken Wind gab, sind die gekippt, sind sie gefallen. Wir haben Frauen gesehen, wir haben Schleier, Handschuhe, alles schwarz. Jetzt Minirock, können nicht mal Fatiha rezitieren. Die können nichts mehr, die können nicht mal das Gebet verrichten, wissen nicht, wie das Gebet geht. Wir haben Brüder gesehen, Achi, sie haben bei der Dauer dabei gewirkt. Dann sind sie wieder zurück in den Drogen gefallen. Von allen möglichen Schwestern, die hat, du weißt, die kamen in die Menschen mit Hijab und alles. Und auf einmal, 2 Wochen später, siehst du eine Zigarette in der Stadt am Rumlaufen ohne Hijab, aber alles weg. Das heißt, das Erste, was du brauchst, ist Basis. Ist, dass du diese Dinge, die dir auch kurz erscheinen, einfach, die du vielleicht schon mal gehört hast, dass du diese Dinge verinnerlichst, verstehst, die Sahaba radiallahu anhum haben
Ayats gelernt aus dem Koran. Sie haben sie verinnerlicht, verstanden, umgesetzt. Dann haben sie weitere Ayats im Koran. Eine Überlieferung sagt man 10 Ayat. Sie haben 10 Ayat genommen vom Kitab. Sie haben sie auswendig gelernt. Sie haben sie verinnerlicht. Sie haben sie umgesetzt. Dann haben sie 10 weitere Ayat gelernt. Darum heißt es in einer Überlieferung, dass Umar ibn Khattab radiallahu an 2 Jahre gebraucht hat, um Surat al-Baqarah auswendig zu lernen. Nicht wie wir, wir leiern runter. Denken nicht nach. Ja, lass uns denn beten, Rezitik hochzusuchen nachher. Damit wir das Gebet schnell verrichten. Und diese kurze Suchen haben eine starke Bedeutung. Aber denken wir nach, hören wir überhaupt hin? Nicht mit den Ohren, mit dem Herz. Weil dieses Herz muss gefüllt werden, muss zufriedengestellt werden. Und das ist das Sache. Wir gehen mit beiden Sachen, so wie wir vielleicht viele Dinge nicht von Surat al-Ikhlas wissen oder wussten, so ist es auch mit unserer Religion. Und das ist traurig. Wir spenden viel Zeit an Dinge, aber spenden sehr wenig Zeit an unseren Islam. Was wichtig ist, wonach wir gefragt werden am Yom al-Qiyamah. Und dann haben wir Zustände, die wir haben. Das ist kein Wunder, dass wir dann an Zustände stoßen, die wir sehen. Wenn wir doch das Wichtigste loslassen. Weil jeder sagt, ich weiß über Islam Bescheid, Achim. Ich weiß schon Bescheid über Islam. Wenn ein Nicht-Muslim reinkommt, die Leute diskutieren mit ihm 100 Jahre über Hijab. Wenn du über Islam Bescheid weißt, dann erklär dir doch, was Islam ist. Was diskutierst du mit ihm über Kopftuch die ganze Zeit? Bruder, du gehst in keine Firma rein und die Leute, die erklären dir immer, wie die Firma aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Keiner kommt sofort und erklärt dir eine bestimmte Maschine. Wirst du nicht sofort verstehen, nicht begreifen, nicht annehmen. Da kannst du dich tot diskutieren. Jemand, der nicht Allah subhanahu wa ta'ala verstanden hat, der nicht weiß, wer Allah ist, er wird doch keine Gesetze akzeptieren. Oder keine Dinge, die es im Islam gibt, wird er nicht sofort akzeptieren. Und glaub es mir, es gibt, guck mal, Shuyuch, diesen Durus könnt ihr im Internet finden. Ein Sheikh sagt, der hat 3 Monate oder 6 Monate, Allahu alam, mit jemandem über Hijab diskutiert. Der hat gesagt, wir haben jeden Tag diskutiert, ich habe mit diesen Nicht-Muslimen geredet, so viele Beweise, Weisheiten, alles gebracht. Der hat gesagt, nach der Zeit, nach diesen 3 oder 6 Monaten, dieser Mann hat gesagt, Hijab ist gut für die Frau. 100%, der hat gesagt, der Hijab ist gut für die Frau. Aber er hat nie Islam angenommen. Der hat gesagt, sagt der Sheikh selber, hätte ich vielleicht diese Zeit geopfert, mit ihm über Tawhid zu reden und Allah Azza wa Jal, dass der versteht, wer ist Allah, warum sind wir hier, was ist in des Lebens? Wer weiß. Und Allah gestaltet, wie man will. Das bedeutet, obwohl man so tut, als würde man Bescheid zu wissen, fängt man immer mit dem Falschen an. Oder fängt nicht richtig an, geht die Sache nicht richtig an. Weil wir das einfach und das, was wichtig ist, einmal gehört haben, weggelagert haben. Durch den Islam musst du immer wieder reinigen, deine Religion musst du immer wieder glänzen lassen. Weil mit der Zeit wird immer etwas schmutzig im Herz. Wir sehen Schlechtes, hören Schlechtes, gehen unter Schlechtes her, passieren Sachen. Musst du immer wieder hören, immer wieder wiederholen. Die Gelehrten der Ahlul Hadith sagen, liebe Geschwister, Ahlul Hadith sagen, Wiederholung ist gewonnene Zeit. Und diskutieren ist verlorene Zeit. Wiederhole lieber etwas, als dass du mit jemandem über irgendeine Angelegenheit diskutierst. Ach, wir müssen normalerweise so sein. Kennt ihr den Hadith, wie eine Mauer, wie oft haben wir gehört? Wir sollen wie eine Mauer sein. Ja, zusammen festhalten, wie eine Mauer. Teil an Teil. Stützt jeder den anderen. Aber wenn wir so sind und wir diskutieren, Niqab, Einzel, Gebet, Tariq, Salah, Kafir oder nicht Kafir, Ruku, soll man nach dem Ruku Hände lassen, hoch machen. Von wo sollen wir uns festhalten, Achi? Unsere Herzen werden schwarz. Und dann diese Personen, die diese hohen Themen gesprochen oder über Themen diskutiert haben mit ihren Brüdern bis zum Krankwerden, wenn du ihn fragst, eine Sache über den Wudu, die Surut im Wudu oder im Salah oder irgendwas, der wird stottern. Oder man wird Angst kriegen, oh, ja, wie war das nochmal? Und das ist das Problem, warum wir auch nicht dann so sind. Manchmal sind wir selbst schuld. Manchmal sind wir selbst schuld. Surat al-Ikhlas, kurze Sure, gewaltiger Lohn. Viel über Tawhid, viel über Aqidah, viel über die Basis in der Religion, sagt er diese Sure. Erklärt, er will ja sagen, dass Allah der einzigste Herr ist, den du anbeten sollst. Dass du nichts mit gar nichts Allah vergleichen darfst. Viel erzählen und nimm mal diese Suche, mach Dauer mit den Leuten.
und sollen mit jedes Gottes Konzept kommen. Du kommst nur mit Surat al-Ikhlas, wenn du verstanden hast, was diese Sura bedeutet. Und nicht nur auswendig gelernt hast, weil sie kurz war. Und genauso zurück auf unser Herz und Islam. Wenn wir nicht unseren Kindern und unseren Nachstehenden beibringen, was wirklich Islam ist, und ihnen das nicht in das Herz pflanzen und sie nicht immer daran wieder erinnert, wird es irgendwann weggehen. Es hat sich nicht damit getan, indem du am Wochenende das Kind zu mächtig bringst, um Arabisch zu lernen oder um Koran zu lernen. Es hat sich nicht damit getan, ach, Islam ist nicht Wochenende. Islam ist nicht Arabisch lernen nur. Islam ist nicht nur Jum'a. Islam ist ein Leben. Islam ist jeden Tag. Islam ist Tag und Nacht. Das befasst alles. Das befasst alles, Achim. Und dann musst du dich nicht wundern. Dann dürfen wir uns nicht wundern. Wenn doch eine Person vor dir steht und andere anders ist, als du dir gedacht hast. Weil, Beispiel auf Kinder, jeder sieht in sein Kind ein Sahabi. Jeder sieht in sein Kind jemand, der Salih ist. Oder Salih. Jeder sagt, mein Kind ist. Du siehst ein Kind, du siehst eine Tochter, später wird Hijab machen, Khimar, beten, Hajj, Umrah. Aber hundertprozentige Sicherheit hast du nicht. Da kannst du neben der Kaaba geboren sein. Ich kenne Leute, die sind in Mekka geboren. Ich habe jemanden getroffen. Der ist in Mekka geboren, der lebt dort, der hat kein Mal in Masjid Haram gebetet. Ja, da sind schon Hunde drin. Ich habe gesagt, du warst nicht in Haram? Nee, ach, der, ich bete nicht immer. Für mich auch, ich habe das früher von Leuten gehört, ich habe gesagt, kann nicht sein, ich habe einen dann selber getroffen. Das ist Ajib, ach. Keine Garantie. Deswegen Vorsorge. Immer wieder erinnern, ist nicht, mach zu Hause wieder mal erinnern, setz dich mit dem Kind, rede wieder mal ein bisschen über Islam. Mit deiner eigenen Frau, mit deinem eigenen Nefs, nimm dich, sag, wie bin ich, wie mein Islam, wo ist mein Maßstab? Was mache ich, was lasse ich sein, wie weit bin ich? Was wiederhole ich, was habe ich Sachen gelernt, die ich schon vergessen habe? Deswegen, liebe Geschwister, kurze Dinge im Leben, kurze Dinge im Islam, aber sehr starke und sehr, sehr, sehr wichtige Bedeutung. Und natürlich sehr nützlich. Möge Allah Azza wa Jal von mir und von euch annehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Zuhören. Ich meine, es ist spät geworden. Halt, ich musste spät anfangen und ich wollte halt, dass alles erwähnt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Zeit nutzen, für uns zum Nutzen machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies geben, unsere Sünden vergeben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister in Syrien oder in einem anderen Ort, dort wo sie leiden, ihnen halt helfen und den Ausweg geben und viel Gutes geben und ihnen die schwere Angelegenheiten wegnehmen. Barakallahu fiik. Wie gesagt habe, du kommst hier rein wegen Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommst hier rein, um dich zu bessern. Respektiere diejenigen, die auch Kraft geopfert haben, um das hier aufzubauen und um das hier zur Verfügung zu haben. Aber auch die anderen respektieren diejenigen, die hier reinkommen, weil die Jugend ist wichtig. Warum? Die Jugend ist die Zukunft. Der zukünftige Imam ist irgendein Jugendlicher. Irgendwann der Chef ist, der älter wird, Koran lernt und dann Imam wird. Der zukünftige Vorstand ist irgendein Jugendlicher, der draußen rumläuft. Oder sich hier aufhält und irgendwann Vorstand wird. Die zukünftige Jama'a sind die Schäfer, die später älter werden. Wie wenn irgendwann alt ist, halas, das Leben geht vorbei. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es spielt von beiden Seiten eine Rolle. Die Jama'a selber soll versuchen, immer die Jugend zu ziehen und soll immer froh sein, weil ein Schmuck in der Masjid sind die Schäfer. Ein Schmuck, was macht die Masjid lebendig? Sind die Jugendlichen, die Kinder. Und hier muss ich was dazu fügen. Bei den Kindern. In vielen Masjid erlebe ich, und warum habe ich in die Bude gefragt, ob Schwestern da sind. Viele planen Vorträge und so. Zwar für Frauen und Männer oder für Männer und Frauen. Das ist ja interessant, was man zuerst erwähnt. Ja, für beide Geschlechter. Die meisten Brüder kommen aber ohne ihre Frauen hierhin. Und lassen Frauen zu Hause.
Wenn die Frau zu Hause bleibt, bleiben die Kinder zu Hause. Bleiben die Kinder zu Hause, haben sie keine Bindung mehr zum Masjid. Deswegen, Bruder, mach das nicht. Kommst du zum Vortrag, pack deine Familie, komm zum Vortrag. Dann komm auch und lass die Kinder hier spielen, schreien, egal. Dann rede ich immer lauter. Spielt keine Rolle, Bruder. Besser hier drin als woanders. Besser hier, als wenn zu Hause Spongebob gucken, da Dummkopf, Spongebob, was auch immer, ja? Diese gestörte Zeichentrickfilme, die heutzutage, in meiner Zeit gab es nicht mehr. Also, ich bin so darüber verwundert. Wo ich kleiner war, die Zeichentrickfilme waren vernünftig. So, die haben dir was beigebracht und so. Heute Zeichentrickfilme, so alles so Katastrophe. Ja? So Augen, so Mund, so Nase. Deswegen lass die hier, egal, soll die hier schreien, rumlaufen, kämpfen, die sich jagen, Verstecken spielen, lass außer sie hier. Besser, wenn die hier sind. Und das ist wichtig, das hat auch ein Chef in der Dauer gesagt. Lass die Schwester nicht zu Hause. Abgesehen davon auch zu den Schwestern, die Schwester braucht das. Bruder, wo soll sie ihren Iman stärken? eBay oder vom Rechner? Ja, was macht der? Bruder, weil wir müssen ehrlich sein. Wenn du vom Computer bist, du gibst auch nicht die ganze Zeit, guckst einen Ders nach dem anderen. Vielleicht guckst du einen Ders und dann guckst du 5 Stunden YouTuber. Von einem Schlagvideo zu dem, das, Nachrichten. Ist Tatsache, ja? Und du willst aber, dass die Schwester 5 Stunden lang Dorus guckt zu Hause. Bring nachher, Familie ist auch ein schöner Ausflug so. Mit Familie, was du dann kommt zusammen, setzt uns und die Schwestern sind auch andere Schwestern, steckt den Iman, die Kinder sind hier. Ist doch was Schönes im Endeffekt. Ist doch was Schönes. Deswegen, also, spielt für beide eine Rolle. Dieses Verhältnis müssen wir versuchen, die schon in der Ahlul Masjid, die Leute der Masjid sollen versuchen, das Verhältnis zwischen Masjid und Jugendlichen immer mehr zu binden. Immer mehr zu binden, das ist wichtig. Barakallahu fiik.